Welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WSC Generations. Hallo, guten Tag. Es geht wieder rein und es geht direkt rein. Also nicht direkt, aber schon in der Folge 2 geht's rein in die erste von drei Epic Stages. Das heißt, wir nehmen natürlich die harten Reifen mit. So, mehr nicht. Obwohl, ich würde ja sagen, gib mir die abgeschlabberten. Um einfach mal ein bisschen das Auto zu schonen, ein bisschen ruhiger zu fahren. Das sollte schon gut werden. Jeet. Achso, ich brauche einen. Ja, klar. Hier muss ich hin. Ah, schön am Tag. Hoffentlich bleibt es auch bei der langen Stage so. Die ganze Zeit im Dunkeln zu fahren, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das so geil ist. Ja, das passt. Und wir gehen rein. 5, 4, 3, 2, 1, los! Rechts 6, in links 5 Mittel. Und rechts 5 Mittel macht zu 30. Perfekt. Diese Kurve hat mich schon so oft aus Leben ausgenockt. Achtung, scharf bremsen, scharf bremsen. Sie hat es einfach schon wieder geschafft. Es gibt einfach Kurven, die reibt man nicht. In rechts 4, in links 3 und rechts 3 macht auf. Und rechts 5 kurz, in links 4. Habe ich hinten rechts Platten? In rechts 4, innen halten. Ich höre so ein komisches Wobbeln. Wenn ja, dann fahre ich durch. In links vollen Mittel mittig halten, 30. Rechts 6 kurz über Bodenwelle. Das ist einfach nur. 50. Rechts 5 kurz, in links. Ich will was hören. In rechts 4 lang. Die Stage haben wir gerade gefahren. Das war die erste Stage. Also nach der Shakedown Stage. Und links 5 Mittel. Die erste gewertete ist exakt die, die wir gerade fahren, nur wieder zurück. Achtung, scharf bremsen, scharf links sehr eng. In rechts voll beibehalten, links 2, 30. Rechts 3, 30. Links 2, 30. Links 2 macht zu in rechts 4 und links 3 Mittel in rechts 5 Mittel macht zu 2 und links 2 in rechts 3 Mittel in links 2 leicht schneiden 80 rechts 3 lang in links 4 lang. Und rechts 4 Mittel in links 4. In rechts 4 Mittel macht zu 2. Und links 3 Mittel in rechts 3. Und jetzt geht's wieder bergab. Und scharf bremsen links 2 kurz 30. Rechts 3 leicht schneiden in links 2 30. Rechts 3 in links 2 Mittel nicht schneiden. In rechts 2 beibehalten, scharf links 30. Rechts 2, jetzt sind wir wieder links 2 Mittel. Auf der Shakedown Stage, oder? Nee. Ich bin und ein bisschen verwirrt. Rechts 2 macht zu Mittel. Und links 2 in rechts 2. Achtung, Bodenwellen an Abzweig in rechts 4 und links 5 macht zu in Schaffbremsen, Haarnadel links, Haus innen, in rechts voll 50. Scharf rechts, leicht schneiden. Hat ein bisschen sehr viel Respekt vor der Handbremse. Rechts 5 macht zu in links 4 kurz und links 5 und rechts 5 Mittel. Achtung, scharf bremsen in scharf rechts 100. Scharf rechts nicht schneiden 100. Ein bisschen schneiden. Links voll in rechts 6, leicht schneiden 50. Achtung, scharf bremsen, scharf links 50. Links 4 Mittel macht zu und rechts 4 in Knoten schneiden. Hier schon wieder abgeflogen. Es
ist aber auch wirklich meine Route. Scharf rechts und links 3 in rechts 2 nicht schneiden 30. Links voll in rechts 3. Und rechts 2 in links 2 Mittel macht zu 30. Links 3 sehr lang. In rechts 3 Mittel und links 3 lang. In rechts 2 beibehalten. Ah, die Furcht hat mir gerade wunderschön beim Einlenken geholfen. Mach dies ein zweites Mal, ja. Yeah. Und Ziel. Puh. So, auf geht's zur langen Stage. Und auf geht's zur meine Wünschevorstellung für das neueste kommende WRC-Teil. Und die sind tatsächlich nicht so krass. Also die sind nicht so, wo man denkt, ja, Wunschvorstellung, sondern es ist eigentlich machbar. Denk ich mir. Aber naja, weiter geht's. Oh, 26 Sekunden mittlerweile. Ja, Craig Breen, auch vorne dabei. Evans, noch vorne dabei. Aber damit ich es nicht vergesse, fange ich direkt an. Was wünsche ich mir für das nächste Rallye-Teil? Auf jeden Fall Grundthema mehr Freiheit. Mehr Freiheit in dem Sinn, dass ich mehr machen kann in einem Videospiel. Zum Beispiel eine eigene Season erstellen, wo ich sagen kann, diese Länder will ich dabei haben, diese nicht, diese Etappen will ich dabei haben, diese nicht. Mit diesen Autos, mit diesen nicht. Und das sind die Fahrer oder auch, was ganz verrückt wäre, wenn ich mir komplett selbst erstellen könnte, welche Fahrer ich da reinhaben will, vom Namen her. Nur vom Namen her. Verschleiß sieht sehr gut aus. 5. Besser als gedacht. 3, 2, 1. Das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Wunsch. Scharf rechts 30 und scharf links leicht schneiden 80. Und auch meine eigene Season erstellen kann. Scharf rechts. Und wenn es ums. Ja, wenn es ums Optische geht, Lackierungseditor. Ich will viel mehr verändern an einem Auto. Klar, so andere Frontflügel und so was. Oder. Also andere. Andere Splitter. Andere Spoiler. Das ist Quatsch, das braucht man nicht. Was will man da auch ändern? Was will man denn großartig verändern? Und links 3 in rechts 4 nicht. Glaube ich, eh auch alles reglementiert und in links 3 50 homologiert. Aber auf jeden Fall, wenn es auch ums um den Editor geht, Lackierungseditor, viel mehr Freiheiten will ich da haben. Ich will die Felgen verändern können. Ich will von jedem Decal, ne, wenn ich da so ein grünes Viereck einsetze als Decal, will ich einstellen können, ob das glänzt, ob das nicht glänzt, ja, ob das matt ist oder Chrom. Ich will keine Farbkacheln haben, sondern ich will es komplett frei wählen mit den Farben. Wie zum Beispiel auch in Need for Speed geht. Dass man einfach einen Regler hat mit hier diese Farbe, diese Helligkeit, so viel Glanz. Das war immer ganz geil. Und Achtung, scharf bremsen, scharf links, Verengung 150. Furchenräuber. Ja, reingefurcht. Ja, und auch, dass man das Innenraum designlich ändern kann. Überrollkäfigfarbe. Ob ich irgendwelche Stickers Achtung, auch an der Felge mache, also nicht nur die Felge farbig verändern. Auch, ne? Stickers dran bomben. Und links rechts 4. Bremsen in scharf ein bisschen Zweirad-Action. Links rechts 4 und scharf links 80. Mehr Classic Auto. Also ne, wir bleiben jetzt mal noch beim Editor. Das ist auch am Lenkrad oder im Innenraum, Armaturenbrett farblich verändern kann. Scheiben.
rechts 4 schneiden. Wegleben kann, tönen kann. Einfach mehr Freiheiten. Links 3 nicht schneiden, 30. Es hieß noch in dem Leak, dass man rechts 4 leicht schneiden, 250. Ein Auto selbst aufbauen kann mit verschiedenen Teilen, die auch verschiedene Wertigkeitsstufen haben. Aber da denke ich mir so, ja, nee, das brauche ich, weiß ich nicht. Ich will jetzt kein Need for Speed Auto hier haben. Will jetzt nicht alle Ready Autos haben und dann mir, keine Ahnung, so ein M2, BMW M2 zusammenbauen. Nein, ich werde zurückgesetzt. Ich hasse mich, ich hasse mich, ich hasse mich, ich hasse mich. Diese scheiß Dreckskurve. Diese scheiß Dreckskurve, ey, die kriegt mich wirklich jedes Mal. Schon wieder nicht straffrei, weil ich einfach Dreckster bin. Und links 4 in rechts 4. In links, ja, auf jeden Fall, aber wie gesagt, also fass mal zusammen. Ich will eine eigene Saison erstellen mit möglichst vielen und Freiheiten. Kurz in links 4. In rechts 4 innen halten und ich will mehr Freiheiten, mehr Optionen im Lackierungseditor. In links voll mit. Weil was da beschissen ist, dass man nur rechts 6 kurz über Boden von einem Gelbton 5 verschiedene Gelbtöne hat. Von einem Blauton 5 verschiedene Töne hat, von hell bis dunkel. In rechts 4 lang. Und so Neontöne sind gar nicht da. Muss man schon ein bisschen tricksen. Ne, wie ich das ja bei der aktuellen Lackierung ja gemacht habe. In rechts 5 macht zu 100. Basis, dickes Gelb und dann Achtung, Scharfbremsen, Scharf helles Grün auf 60% Deckkraft. Eine Folie draufgepackt. Damit das halbwegs rüberkommt, als wäre es so ein schönes Neon. Augen. Links 2 macht zu in rechts. Zwickendes Grün wäre. Links 3 mit oder Gelbgrün. Links 5 Mittel macht zu 2. Und links 2 in rechts 3 Mittel. Schleif dich frei. In links 2 leicht schneiden 80. 8 Sekunden. Rechts 3 lang. War ich so entspannt? In links 4 lang. Und rechts 4 Mittel. Das haben wir auf jeden Fall zwei Themen, wo ich sagen würde, so, das ist auf jeden Fall umsetzbar. Rechts 4 Mittel macht zu 2. So. Die Basis gibt es schon. In rechts 3. Obwohl für den eigenen Saisonmodus, den Basis gibt es noch nicht. Es gibt einen Saisonmodus, wo du die 22er Saison mit den 22er Autos fahren kannst. Du kannst nicht sagen, hey, ich mache eine eigene Saison. Und das ist halt Muck. In rechts 2 beibehalten, scharf links 30. Rechts 2 und links 2 Mittel. Und rechts 3 macht zu Mittel. Und links 2 in rechts 2. Achtung, Bodenwellen am Abzweig in rechts 4 und sonst, ja, in das klassische, bessere Sounds, eine neue oder bessere Fahrphysik, was habe ich denn hier, ja, da war ich unaufmerksam, neue Stages, oh ja, ich will neue Stages haben, in rechts 300. Neues Interface, eine neue Menüführung. Wenn man einfach sieht, so, ah ja gut, neuer Entwickler, neuer Geldgeber. So, dann haut es mal einen raus. Begeistert mich. Das ist euer erstes Rallye-Spiel. Huch. Wie konnte das denn jetzt gerade wieder entstehen? Das ist euer erstes Rallye-Spiel seit langem. Jetzt zeigt doch mal, was ihr könnt. Hebt euch mal ab von den alten Entwicklern. Das erwarte ich ein bisschen. Oh nein, hier verschätze ich mich immer. Original, letztes Mal Belgien. Genauso. Diese Kurve. Zwei, dreimal gegen gerasselt. Oh ja, hier will ich auch fast gegen gerasselt. Scharf rechts und links 3 in rechts 2 nicht schneiden 30. Links voll in rechts 3.
und rechts 2 und links 2 Mittel, was er 30. Vorhin fast angeschnitten hätte oder ein neues Thema aufgemacht hätte. Mehr Klassikers links 3 sehr lang und mehr Einbindung in den Karrieremodus. Mehr coolere, individuellere Events für die Zwischenevents. In rechts 2 beibehalten, links voll. Und Ziel. Ach geil, dieser Schluss, wo man sich wirklich schön einhaken kann in die Kurven. Das ist geil. Also an sich, das sind, kurz runtergebrettert, meine Sachen, die ich mir wünsche, wo ich mir sage, yo, mehr braucht's eigentlich nicht. Komplett neue Stages, neues Interface, mehr Freiheiten im Editor, eventuell einen zweiten Fahrer, den man sich irgendwie ranzüchten kann und ein Feature, wo man eine eigene Season, eine individuelle Season erstellen kann. Ach ja, und natürlich eine geile, neue, saftige Fahrphysik. Das wäre doch mal was. Und, was mir gerade noch spontan einfällt, was es bei Dirt Rally 2.0 gab, eine Veränderung der Strecke, also vom Grip her, dass du die Vorausfahrzeuge noch bei der Schotter Rally oder Asphalt Rally noch den losen Asphalt oder auch den Staub, den losen Schotter auf einer Schotter Rally hatten oder diesen staubbedeckten Asphalt auf einer Asphalt Rally und dann mit der Zeit es schneller wurde und dann speziell auch bei einer Schotter Rally es mit der Zeit auch langsamer wurde, weil die Spuren bekloppt tief wurden. Wie zum Beispiel bei Dirt Rally 2.0. Zu sehen in der Realität war es übrigens bei der diesjährigen Rally Finnland, wo dann die WRC1-Autos die riesen Rillen produziert haben und dann, wo die kleineren WRC2-Autos kamen, sich dann mit ihrem Splitter die Rillen nochmal, ja, die Hügel zwischen den zwei Rillen nochmal schön weggeflext haben, weil die einfach ja nicht so hoch waren. Es war wirklich, es war toll. Die Rally Finnland. Bye, have a great time.